Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat die gewaltsamen Ausschreitungen Rechtsextremer im Bundesstaat Virginia scharf kritisiert. Neonazis, Ku Klux Klan und die Verfechter einer weißen Vorherrschaft seien Kriminelle und bedrohten die Grundwerte der USA, so Trump. Nach den Ausschreitungen am Samstag hatte er zunächst nur Gewalt, so wörtlich, auf vielen Seiten verurteilt. Ein Teilnehmer der Kundgebung war mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren und hatte eine Frau getötet. Ganz Amerika blickt auf den Präsidenten, als er nach Washington zurückkehrt. Nachdem der politische Druck auf Trump gestiegen war, sendet er nun die Botschaft, auf die so viele gewartet haben. Rassismus ist böse. Und diejenigen, die in diesem Sinne Gewalt verüben, sind Kriminelle und Schurken. Dazu gehören der Ku Klux Klan, Neonazis, weiße Rassisten und andere hasserfüllte Gruppen, die mit allem unvereinbar sind, was wir Amerikaner wertschätzen. Überall in den USA hatten die Menschen Entsetzen über die Ereignisse von Charlottesville ausgedrückt. Auch vor dem Weißen Haus hatten sich Hunderte versammelt, um vom Präsidenten ein Zeichen gegen rechtsextreme Gewalt zu fordern. Trump war auch deshalb in Erklärungsnot geraten, weil viele der ultrarechten Gewalttäter von Charlottesville öffentlich erklärt hatten, sich durch den Präsidenten ermutigt zu fühlen. Trump habe die Extremisten salonfähig gemacht, sagen Experten. Wir haben Hass und Gewalt in Trumps Wahlkampf gesehen und auch während seiner Präsidentschaft. Auch der mutmaßliche Attentäter James Fields hatte seiner Mutter gesagt, er breche zu einer Kundgebung für Trump auf. Der Fall Fields zeigt, wie fließend die Grenzen zwischen den ultrarechten Gruppen in den USA sind. Er sympathisierte mit Neonazi-Gruppen, dem Ku Klux Klan, aber auch mit der als nicht gewaltbereit geltenden Alt-Right-Bewegung, der alternativen Rechten. Ein Sammelbecken für Rassisten und Nationalisten. Trump hatte sogar eine Galionsfigur der Alt-Right zu seinem Wahlkampfmanager gemacht. Steve Bannon war jahrelang Chef der rechtspopulistischen Meinungswebseite Breitbart News, die er selbst als Plattform für die Alt-Right bezeichnete. Nach Trumps Wahlsieg wurde Bannon Chefstratege im Weißen Haus. Mitarbeiter des Weißen Hauses haben bereits durchsickern lassen, der Präsident denke darüber nach, Bannon zu feuern. Trumps Dilemma? Die Entlassung seines wichtigsten Beraters könnte nicht nur als klares Zeichen gegen Ultrarechte gedeutet werden, sondern auch als Eingeständnis, sich mit einer fragwürdigen Bewegung eingelassen zu haben. China verstärkte im internationalen Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm den Druck auf seine Nachbarn. Peking kündigte eine Ausweitung der Importverbote an. Neben Kohle sind künftig unter anderem auch die Einfuhr von Eisen, Blei und Fisch aus Nordkorea verboten. Damit setzt China UN-Sanktionen um und kappt wichtige Geldströme für das weitgehend isolierte Nordkorea. 6 Wochen vor der Bundestagswahl starten die Parteien in die heiße Phase des Wahlkampfs. Verstärkt nutzen die Spitzenkandidaten die Chance, um vor Anhängern der Presse und in Interviews für ihre Programme zu werben. So griff Kanzlerin Merkel heute den Abgasskandal auf und schloss ein Verbot von Dieselautos auf längere Sicht nicht aus. SPD-Spitzenkandidat Schulz warf ihr einen Schlingerkurs und Planlosigkeit im Umgang mit der Autoindustrie vor. Positioniert haben sich beide heute erneut auch im Streit über höhere Verteidigungsausgaben. Ab ins Getümmel, Angela Merkel am Abend in Hessen. Es ist heiße Wahlkampfzeit, Zeit der Attacke auf den politischen Gegner, eigentlich. Im Interview bei Phoenix und Deutschlandfunk verteilt die Kanzlerin zuvor Komplimente an ihren Herausforderer. Dass beide Spitzenkandidaten für das Amt des Bundeskanzlers doch proeuropäisch sind. Und das, finde ich, zeichnet Deutschland aus. Und das beruhigt mich auch ein Stück weit. Merkel kann im Gespräch außenpolitisch ausholen. Nordkorea, EU, Trump. Sie bekennt sich zum Ziel, die Verteidigungsausgaben anzuheben auf 2% der Wirtschaftsleistung. Der SPD-Kandidat sieht seine Chance, den Wahlkampf anzuheizen und betont, wie uneins man sei bei manchen Themen. Angela Merkel will die Bundesrepublik Deutschland aufrüsten. Aber ich möchte nicht, dass wir den Weg einer Aufrüstungsspirale gehen, wie sie der amerikanische Präsident Trump von uns fordert. Die SPD wolle lieber mehr Geld in Schulen und Kitas stecken und hat ihr Programm für Ungeduldige komprimiert. Leitmotiv Gerechtigkeit. Die Grünen präsentieren sich mit Fahrrad und Hybridauto passend zu ihrem Kernthema. Klimaschutz ist die Existenzfrage der Menschheit. Den kann man nicht mehr aussitzen und den kann man schon gar nicht leugnen.
Noch 41 Tage bis zur Wahl. Hat die Linke Rot-Rot-Grün für diesmal schon abgeschrieben? Zumindest ihr Kalender zählt schon bis zur Wahl 2021. Das Thema heute, Ost-West-Ungleichheit, verkauft ihr einstiges Zugpferd. Die Ostdeutschen arbeiten im Durchschnitt 2 Wochen länger als die Westdeutschen für ein geringeres Entgelt. Das ist nicht mehr tragbar. Die Themen sind gesetzt. Falls sie nicht zünden, werden die Wähler eben anders gelockt. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert Konsequenzen aus dem Skandal um fipronilbelastete Eier. Notwendig seien schärfere Gesetze und höhere Strafen für Unternehmen, die gegen das Lebensmittelrecht verstoßen. Auch müssten die Behörden künftig die Öffentlichkeit besser und schneller informieren, so eine Foodwatch-Sprecherin. Der Skandal hatte seinen Ursprung in Belgien und den Niederlanden. Mittlerweile sind 15 EU-Länder betroffen. Millionen belastete Eier gelangten in den Handel. Bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer haben Hilfsorganisationen bisher eine wichtige Rolle gespielt. Dass einige ihre Einsätze nun herunterfahren, hat eine Diskussion ausgelöst. Die Helfer machen Libyen verantwortlich, das Land, von dem aus die meisten Flüchtlinge starten. Libyen, so sagen die Organisationen, drohe ihnen mit Gewalt und wolle seine Hoheitsgewässer ausdehnen. Die Bundesregierung will sich um Aufklärung bemühen. Die EU zeigt sich bereit, notfalls wieder mehr eigene Hilfsschiffe ins Mittelmeer zu schicken. Einsatz für die libysche Küstenwache im Mittelmeer. In den letzten Wochen hatte sie ihre Kontrollen verstärkt und den Küstenbereich Libyens vor allem auch für Hilfsorganisationen gesperrt. Und das zeigt Wirkung. Laut EU-Grenzschutzagentur Frontex sind im Juli so wenige Flüchtlinge über die Mittelmeerroute gekommen wie zuletzt vor 3 Jahren. Die Präsenz schrecke Schlepper ab. Auch das war ein Ziel der EU. Entsprechend zurückhaltend gibt sich die Bundesregierung heute. Bei der Bundespressekonferenz hieß es, man beobachte die Situation mit großer Aufmerksamkeit. Nach unserer Kenntnis hat Libyen weiterhin keine offizielle Search-and-Rescue-Zone nach den internationalen Bestimmungen eingerichtet. Das kann nämlich nicht durch einseitige Erklärungen erfolgen, sondern in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und muss dann auch offiziell notifiziert werden. Allein die Androhung zeigt offenbar Wirkung. Die Flüchtlingshilfe im Mittelmeer ist auf dem Rückzug. Die Aquarius, betrieben von SOS Mediterranee und Ärzten ohne Grenzen, ist eines der letzten Rettungsboote von Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer. Die libysche Küstenwache hatte den Helfern immer wieder vorgeworfen, sie würden mit Schleppern zusammenarbeiten. Die Nichtregierungsorganisationen weisen die Vorwürfe zurück. Es gibt libysche Hoheitsgewässer, das ist klar. Aber außerhalb dieser Hoheitsgewässer ist Seenotrettung nicht nur erlaubt, sondern auch geboten und notwendig, eine rechtliche Pflicht. Und diese rechtliche Pflicht ist unmöglich und das bedeutet, dass Menschen sterben werden. Die Hilfsorganisationen fordern von der Bundesregierung und der EU, sich dafür einzusetzen, dass Seenotrettung wieder möglich werde. Erst dann könne man die Rettungseinsätze wieder ausweiten. Pakistan hat den 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert. Der Staat wurde 1947 gegründet. Damals endete die britische Kolonialherrschaft auf dem indischen Subkontinent und es entstanden die heutigen Staaten Indien, Pakistan, Bangladesch und Myanmar. In Pakistan leben mindestens 175 Millionen Menschen. Staatsreligion ist der Islam. Seit knapp 20 Jahren ist Pakistan eine Atommacht. Das Arsenal wird auf 150 Sprengköpfe geschätzt. Probleme des Landes sind unter anderem die schwache Wirtschaft und die verbreitete Korruption. Zur Feier des Tages bringen pakistanische Grenztruppen Süßigkeiten für ihre indischen Kollegen. Noch ein Händedruck, dann ist schon Schluss mit den Freundlichkeiten. Indien und Pakistan stehen sich feindlich gegenüber. Pakistan feiert seinen 70. Geburtstag. Doch es steckt in einer schweren Krise. Das Land wird von islamistischen Anschlägen heimgesucht. Innenpolitisch ist es tief gespalten. In der jetzigen Situation erwarten unsere Landsleute, dass wir unsere Streitigkeiten hinten anstellen und über uns hinauswachsen. Wir müssen die Probleme gemeinsam angehen. Das gilt auch für den Konflikt mit Indien, der so alt ist wie beide Länder selbst. Muslime gegen Hindus. Bei der Teilung von Britisch-Indien kam es 1947 auf beiden Seiten zu Mord und Verfolgung mit 1 Million Opfern. Bis zu 20 Millionen Menschen flohen. Das prägt das Verhältnis zum Nachbarland Indien bis heute. Außerdem streiten beide Atommächte um die Region Kaschmir. It is much more than Kashmir.
Aber es geht noch um mehr als Kaschmir. Pakistan fühlt sich von Indien an die Wand gedrückt, während Indien sich als natürliche Großmacht sieht. All das hat die Menschen in Islamabad heute nicht vom Feiern abgehalten. Pakistan hat viele Krisen durchgemacht in den letzten 70 Jahren. Militärdiktaturen, Kriege, Hungersnöte. Die Menschen sehnen sich nach einer besseren Zukunft. Bei einem Anschlag im westafrikanischen Burkina Faso sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Attentäter schossen von Motorrädern aus auf die Gäste eines Restaurants in der Hauptstadt Ouagadougou. Danach kämpften Polizei und Militär stundenlang gegen die Angreifer und töteten mehrere von ihnen. Es wird vermutet, dass es sich um Islamisten handelt. Ein Bekennerschreiben gibt es bislang nicht. Im westafrikanischen Sierra Leone sind möglicherweise hunderte Menschen bei Erdrutschen und Überschwemmungen getötet worden. Das Rote Kreuz sprach zunächst von bis zu 200 Opfern, erwartet aber, dass die Zahl weiter steigt. Die Straßen in der Hauptstadt Freetown standen nach heftigem Regen unter Wasser. Durch illegale Bebauung, Abholzung und mangelhafte Kanalisation kommt es während der Regenzeit in Sierra Leone immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen. In Griechenland kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände. Nahe Athen mussten Tausende in der Nacht ihre Häuser verlassen. Seit gestern sind in Griechenland mehr als 90 Waldbrände ausgebrochen. Rettungskräfte vermuten in einigen Fällen Brandstiftung. Die Feuerwehr ist auch mit Löschflugzeugen im Einsatz. Starker Wind facht die Brände immer wieder an. Nach der Havarie eines Containerschiffes vor der Ortschaft Barthe in den Niederlanden ist die Zufahrt zum Hafen von Antwerpen blockiert. Der 366 Meter lange Frachter einer chinesischen Reederei war auf dem Weg nach Hamburg und lief auf Grund. Wegen eines technischen Defekts war das Schiff manövrierunfähig. Heute Abend, mit einsetzender Flut, soll versucht werden, es freizuschleppen. Die Bahnverbindung zwischen Karlsruhe und Basel, eine der wichtigsten Verbindungen im Südwesten Deutschlands, bleibt für mindestens 2 Wochen unterbrochen. Am Wochenende hatten sich bei Bauarbeiten an einem Tunnel Gleise abgesenkt. Als Vorsichtsmaßnahme wurden heute auch 4 Wohnhäuser evakuiert. Die Bahnstrecke verbindet die Schweiz mit dem Westen Deutschlands. Auf dem etwa 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden fahren bis zum 26. August Busse. Die Gleise bei Rastatt stark verbogen, unbefahrbar bis mindestens Ende nächster Woche. Für die Reisenden, auch am Bahnhof in Karlsruhe, hat das Folgen. Einreihen, warten, Alternativpläne machen. Der Fern- und Güterverkehr zwischen Basel und Karlsruhe komplett unterbrochen. Eine der meistbefahrenen Strecken Deutschlands. Ich bin seit gestern 16 Uhr von Köln nach Konstanz unterwegs, zu meiner Frau und meiner Tochter. Und jetzt bin ich hier in Karlsruhe. Wie die mit den Fahrgästen umgehen, das ist ein Trauerspiel. Schuld an den verbogenen Gleisen? Womöglich Bauarbeiten an einem Bahntunnel unterhalb der Strecke. Die Ingenieure arbeiten genau hier mit einem neuen Verfahren. Sie vereisen eine dicke Schicht im Boden, damit die Oberfläche durch die Bohrungen nicht aufbricht. Ob dieses Verfahren und die Gleisabsenkungen zusammenhängen, will die Bahn nicht kommentieren. Sie verweist auf eine Pressekonferenz morgen, erklärt lediglich schriftlich. Die Deutsche Bahn hat das Wochenende zur Sichtung der Schäden genutzt und erstellt derzeit ein Konzept zur schnellstmöglichen Instandsetzung der Strecke. Zunächst muss die Tunnelröhre unter dem betroffenen Streckenabschnitt stabilisiert werden. Stabilisiert auch, um die Wohnhäuser an der Strecke wieder sicherer zu machen. 4 davon mussten vorsichtshalber geräumt werden. Für Reisende heißt es bis auf Weiteres Schienenersatzverkehr, mindestens 1 Stunde mehr einplanen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. August. Hoher Luftdruck und heiße Mittelmeerluft bescheren uns einen sonnigen und warmen Sommertag. Von Westen sorgt ein Tiefausläufer später für Schauer und Gewitter. Heute Nacht teils klar, teils locker, im Westen und Nordwesten auch dichter bewölkt und dort sind einzelne Schauer möglich. Morgen scheint neben ein paar Wolken häufig die Sonne, im Westen und Nordwesten später dichtere Wolken mit Schauern und Gewittern, die örtlich unwetterartig sein können. Am Niederrhein heute Nacht bis 18, am Alpenrand nur 10 Grad. Morgen 22 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 32 Grad im Südwesten. Am Mittwoch überwiegend freundlich, im Süden später teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Am Donnerstag breiten sich dann von Westen zum Teil heftige Gewitter aus und am Freitag wird es überall wechselhaft. In der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Hansa Rostock gegen Hertha BSC begrüßt Pina Atalay Sie mit diesen Tagesthemen.
Späte Einsicht. Trump distanziert sich von rechten Gewalttätern. Und kein Anschluss. Sperrungen der Rheintalstrecke führt zu stundenlangen Verspätungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.